zu Vielmehr Social Klar TV an diesem Weltkatzentag. Wenn schon mal Welttag der Katze ist, dann muss ich das natürlich erwähnen. Aber weißt du, was heute noch ist, Nadine? Donnerstag. Donnerstag. Und das ist nicht irgendein Donnerstag. Heute haben wir Vielmehr Social Klar TV das 21. Mal live. Wir sind jetzt quasi auch in den Ländern, wo man erst mit 21 Jahren volljährig wird, volljährig. Aber nachdem 20 Sendungen so reibungslos abgelaufen sind, wir jetzt so viel Erfahrung gesammelt haben, haben wir uns gedacht, wir machen heute was ganz Besonderes. Und dazu möchte ich jetzt unseren reizenden Italiener. Sandro. Hallo Sandro. Hallo Nadine. Hallo Sarah. Hallo Sandro. Heute haben wir eine ganz besondere Ausgabe von Vielmehr Social Klar TV. Der Lars hatte vor 2 Wochen einen hervorragenden Einfall. Er hat nur damals gerufen, Motzenroulette. Das ist die Roulette und wir machen mit. Was hat es jetzt damit auf sich? Genau, also es geht quasi darum, ihr wisst eigentlich jetzt noch weniger als sonst, worum es geht. Und zwar, ihr wisst jetzt nicht, in welche Destination es geht, welches Land jetzt kommt und was euch eigentlich erwartet. Dazu gibt es auch mal wieder so ein paar kleine... Spezialaufgaben, die wir dann in solchen Schüsseln präsentieren. Die pickt ihr euch dann einfach raus und genau, dann müsst ihr quasi diese Aufgaben on air dann umsetzen sozusagen oder on stream. Und hier müssen wir jetzt als erstes mal die Desti ziehen, oder was? Das erste Produkt, genau, ihr zieht jetzt und dann geht es dann quasi los mit der entsprechenden Destination. Okay, da steht aber nur die Produktnummer drauf, oder? Weil alles andere wäre Quatsch. Alles andere wäre Quatsch. Oh Gott, nein. Also genau, deswegen, wer will die Losfee sein von euch beiden? Die Nadine sollte. Oh mein Gott, ich bin total aufgeregt. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Nadine, ich glaube an dich. Okay, lass uns kurz Händchen halten. Kannst du es auch mit nur einer Hand? Ich glaube nicht. Okay, welche Hand, bitte. Okay, ich habe das hier. Okay, dann... Öffnen. Mein Puls steigt ein bisschen. Meine auch. Also. Produkt. Oh. 208. Oh, das ist ja wie bei der. 208 950. Und wir brauchen die Matzen Z-73274 und Z-73261. Toni? Ja. Bist du bereit? Ach ja. In der Zwischenzeit möchte ich mich beim Lars bedanken, dass er mir sein T-Shirt ausgeliehen hat. Ja. Das ist ein bisschen groß, aber naja. Aber der Typ ist ja auch, es flimmert nicht so sehr wie meins, genau. Nächstes Mal halt dann ohne Shirt. Ist aber auch ein bisschen schade, dass man nicht mehr alles so sieht wie in deinem. Ja, das... Okay, wir sind bereit. Ach so, okay. Noch mal eine kleine Sache, und zwar, wir werden jetzt quasi die Desti-Zuspieler im Off zeigen und die Nadine und ich müssen währenddessen mitraten. Ihr müsst erraten, genau, hören. Wohin es geht. Genau, richtig. Also das dumme Gelaber, was jetzt gleich über diesem Zuspieler liegt, ist nicht das, was unsere Sprecher aufgenommen haben. Das sind nur wir beide. So. Okay, danke, Sandro. Ja, gehst du jetzt bitte? Ja. Tschüss. Ja. Gut, dann sind wir mal gespannt. Toni, los geht's! Es sind Palmen. Wir lassen. Also es ist was Spanisches. Sieht schön aus. Es sind immer noch Palmen. Es sieht nach Strand aus. Bitte, das sieht nach Karibik. Wir haben gleich über Spanisch. Hier oder Mexiko. Wir haben jetzt, weil wir das alles schon in 20 Sendungen geübt haben und wissen, wie das geht, haben wir euch jetzt den Hotelzuspieler gezeigt und nicht den Desti-Clip. Also haben wir richtig geraten? Also es geht in die Karibik, Aber wir sind nicht auf Kuba? Doch. Okay, doch. Also habt ihr auch richtig das Land geraten, das stimmt. Ja, genau. Okay, genau. Cool. Ja, Kuba. Schöne Destination. Auf jeden Fall. Ja. Und zwar nicht nur bloß ein Hotelaufenthalt, sondern... Oh, mit Casas Particulares?
Probabilmente las cosas te digas. Casas particulares. Eine Rundreise. Eine Rundreise ist dabei, genau. Das lohnt sich immer, weil Kuba ist wunderschön. Absolut. Aber es gibt verschiedene Arten von Rundreisen, die wir anbieten. Guck mal, ihr habt das gleiche T-Shirt. Also, Lars, haben wir beide die gleichen Hardfacts? Die gleichen Hardfacts. Und müssen wir jetzt quasi das oberste als erstes? Nee, das könnt ihr. Können wir machen, wie wir wollen? Also eigentlich eher das unterste ist das da. Oh. Nee, bei mir ist da die Tag 6 Rundreise drauf. Ja, genau, deshalb die unterste. Ah, okay. So. Okay. Okay. Nochmal zur Erklärung, wir haben hier keine Infos zum Land, sondern nur zum Hotel, damit wir irgendwas Sinnvolles erzählen können. Und es geht, wie wir schon richtig geraten haben, um eine Busrundreise in Kuba. Kuba hautnah und Melilla Las Dunas ab 1.499 Euro. Nochmal zur Erinnerung, die Bestellnummer, die 208950. Zur Erinnerung. Zur Erinnerung. Ja, für unsere Zuschauer, falls sie jetzt denken, boah, die erzählen so tolle Sachen, das möchte ich buchen. Ah, guck mal, ich hatte sogar recht. Hier lese ich gerade mit Privatunterkunft. Das sind diese Casas Particulares. Ah, da hat, glaube ich, der Olli mal erzählt, weil der war ja ganz lange auf Kuba. Es ist ein ehemaliges Mitglied und das einzige, nee, Sebastian hat mir auch, ja. Das einzige männliche Mitglied, was wir jemals im Social-Media-Team hatten, seit ich da bin. Und er hat gemeint, diese Privatunterkünfte sind ganz besonders toll, weil natürlich du bei Familien untergebracht bist und für Spanier und wie jede andere Familie auch, man will sich wohlfühlen, dass ihr Zuhause ist quasi auch ihr Schloss. Und, was er auch erzählt hat, die unterliegen ganz, ganz strengen Auflagen zur Prüfung. Ja. Also diese Casas Particulares werden extrem geprüft vom Staat. Also man kommt hier nicht einfach nur in irgendeine Absteige, sondern man kann sich sicher sein, dass man hier wirklich in einer hübschen Unterkunft untergebracht wird. Was steht denn hier noch? Hier, so? 2 Wochen Reise, 1 Woche nur zahlen. Das habe ich mir auch schon gedacht, weil bei dem Preis für Kuba, ja, mit, die Woche baden weil diese Rundreisen mit den Casas Particulares sind oft teurer als die anderen Busreisen. Ja, vor allem, wenn man sich überlegt, was Flüge nach da drüben kosten. Also ich habe jetzt nur Florida als Vergleich, ist ja gleiche Ecke sozusagen, da zahlt man schon mal 800-900 Euro. Kann man sich mal ausrechnen, da bleiben noch 500-600 Euro übrig, mit denen wir die 2 Wochen Aufenthalt dann sozusagen in Kuba ermöglichen. Mhm. Wir haben außerdem, wie ich hier gerade lesen kann, es ist echt richtig klein gedruckt. Habe ich hier meine Lesebrille? Okay. Ah ja, wir müssen was ziehen. Nein, wir haben noch das Upgrade auf Doppelzimmer mit Mehrblick im Hotel. Aber da ist ja davor schon ein Strich gewesen, guck. Ah, ach, den habe ich nicht gecheckt. Du hast so gut gezogen eben. Das okay, kannst du gleich, mach nee, mach mal. Du mal. Okay. Jetzt bist du dran. Abwechselnd. Muss ich das jetzt in die Kamera halten oder nicht? Ja. Musst du in die Kamera halten. Ja, da musst du auch ranzoomen. Sprecht mit einem französischen Dialekt. Das heißt Akzent erstmal, ne? Einen französischen Dialekt habe ich jetzt nicht auf Lager, aber dann müsste ich auch Französisch sprechen können. Aber ich glaube, dass wir das ganz gut bewerkstelligen können. Oh, oui, liebe Sarah. Ich glaube, das können wir richtig gut machen. Also, wie besprochen schon, wir haben ein Upgrade. Oh. Upgrade auf ein Doppelzimmer mit Mehrblick. Im Hotel. Oh la la. Ist mit Aussicht wunderschön über das azurblaue Meer. Außerdem haben wir 7 Übernachtungen während der Busrundreise. Und 7 Übernachtungen im Melilla Las Dunas. Und was ganz toll ist. Das war jetzt mehr Ludmilla. Formidable! Es gibt vor allem für uns Franzosen, wir haben überall eine deutschsprachige Reisebegleitung dabei. War das jetzt diese Aufgabe, die man muss sofort erledigen? Oder die müssen man wir jetzt das komplette Produkt durchziehen? Was passiert? Wir brauchen komplett für immer. aber da ist jetzt schon der nächste Schritt. Nein, wir haben ihr noch 2. Wir waren erst ihr. Aber ich habe schon das hier vorgelesen. Ja, das ist schon schlecht. Oh, Baguette. Soll ich noch mal? Oh, je garde ça. Oh, ich hatte nie französische Schule. Ich auch nicht. Le Tour d'Eiffel. Shit. Oh, merde. Zeig uns die Route am Flat. Sollen wir zum Spiel laufen lassen? Oh, jetzt ist meine Karte. Oh nein, wir haben, zeigt uns die Route am Flat Screen. So. Richtig, ich wir hoffe, starten in Havanna. Da ist Havanna. Richtig, da sind wir am ersten Tag der Reise. Wir
landen auch in Havanna. Am zweiten und am dritten Tag sind wir auch in Havanna. Und am vierten. und am in Vinales. Jetzt warte mal, sind wir nur in Havanna? Was ist das für eine Rundreise? Also, Havanna ist dort oben. Hier ist Havanna. Richtig. Wohin geht's dann? Dann geht's nach Havanna. Na, schau doch mal, Tag 6. Ah. Das, Guama, Schweinebucht, Cienfuegos. Ah ja, wir fahren davor noch nach Vinales. Ich schätze, das ist in der Nähe von Havanna. Ich komme nicht mehr mit. Guck so, ihr Tag 4 sind wir in Vinales. Ah. Ich glaube nicht, dass es ist weit weg von dieser Havanna. Vielleicht. Vielleicht ist es ihr. Oder ihr. Vielleicht ist es oder ihr. Oh! Vinales! Hab ich gesagt, ist es ihr. Und am nächsten Tag, wir sind wieder, oder am gleichen Tag, nochmal in Havanna. Am nächsten und am gleichen Tag. Wahnsinn! Anschließend fahren wir nach Guama. Das ist die Schweinebucht. Wie die Geschichtsversierten kennen, die Schweinebucht. Wichtiger Punkt in kubanische Geschichte. Richtig, wir fahren in die Schweinebucht. Das ist ungefähr, bei Havanna. das ist mit Krokodilfarm. Wo ist die Schweinebucht? Irgendwo wahrscheinlich am Meer. Vielleicht ist das ein Bucht? Ist das hier ein Schweinebucht? Nicht so sehr auf den Monitor drücken. Ja, Schweinebucht ist. Das ist gar kein Bucht. Ja, das ist auch gar kein Schwein. Richtig, wir fahren in die Schweinebucht hier rüber. Und anschließend auch noch nach Cienfuegos. Was? Fünf. Ah. Feuer. Ja? Was? Nein, nicht jetzt. Nein. Habt ihr das? Habt ihr drin? Wir wollen nach hier. Wir fahren. Das sieht schön aus. Ja. Wow. Gut, dass wir die Rundreisen nicht planen bei uns. Planen bei uns. So, Tag 6. Richtig, ist wunderbar, ist hier in Fuegos. Wir verlassen Havanna nun endgültig. Und fahren von Cienfuegos nach. Das ist hier? Trinidad. Trinidad ist. Ich sage da. Ja, ja. Das ist Trinidad. Oh! Ist ganz nah bei Cienfuegos. Ja, fährst du auch den gleichen Tag. Ich sage gar kein Problem. Was machen wir eigentlich in Trinidad? Morgens nach dem Frühstück erfolgt die Weiterfahrt nach Trinidad. Erleben Sie einmalige Stadt, die von der UNESCO. Oh, Weltkulturerbe erklärt wurde. Wir besichtigen den historischen Stadtkern, das Romantikmuseum oder Casa Bune Museum und die Bar Chanchachara. Chanchachara. Mittagessen erneut in einem Paladar. Anschließend geht es weiter zum schönen Valle de los Ingenieros. Ingenios. Ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Tag. Ja, richtig. Trinidad. Trinidad, Hanna Vanilla. Vanilla. Anna Bonilla ist ihr. Und dann fahren wir nach Santa Clara. Und was machen wir in Santa Clara? Was machen wir in Santa Clara? Ich schaue gerade nach. Oh, ein Museum. Mausoleum von Che Guevara. Ah. Du, ihr. Von Che Guevara, echt? Wo geht's hin? Ja, wir fahren ins Mausoleum nach zu Che Guevara. Wir fahren ins Mausoleum. Echt? Ich glaube, dass Che Guevara schon. Ist er nicht in Havanna bestattet oder bei Havanna? No? 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 Ist es Santa Clara? Ich glaube, ihr irgendwo. Ja, ich Santa denke, dass Santa Clara ihr bei den. Ja, genau. Da ist er, Santa Clara schon. Richtig. Und dann beginnt auch schon, nachdem wir so viel Kultur erlebt haben, der Badeaufenthalt. Richtig. In Cayo Santa Maria. Das ist aber hier. Das ist, ja, bei den Cayos. Bei den Cayos. Ja. In den Nirgendwo. Richtig, dort ist eine ganze Woche noch Badeaufenthalt. Müssen wir jetzt den nächsten Zettel ziehen? Was müssen wir machen, Lars? Lassen wir jetzt Zuspieler laufen?
Oh, wir gucken uns einmal diese Rundreise noch einmal angucken. In schön an. Das ein schöner Film. Ich bin mir auch sicher, dass das ein schöner Urlaub wird. Absolut, ich glaube das auch. Bei 88% Weiterempfehlung auf Holiday Check. Hotel hat eine richtig gute Weiterempfehlungsrate. Wir sind eine ganze Woche in diesem 5-Sterne-Milieu Las Dunas mit dem Upgrade auf den Meerblick. Den Meerblick? Meerblick. Ah, den Meerblick. Meerblick. Okay. Außer man ist mit dir im Zimmer. Gut, ich würde sagen, wir haben gut erklärt. Richtig. Wollen wir zum nächsten Produkt übergehen? Oder wollen wir noch einmal zusammenfassen? Nein. Nein. Lachs sagt nein. Sag die Bestellnummer nochmal. Ah, die Bestellnummer war 208-950. 1.499 Euro für 2 Wochen Kuba. So. Sollen wir ziehen, die nächste Produkt? Gerne. Heute wir stellen Gott, ich bin mir gerade so dran gewohnt, gell? So. Dann ziehe ich jetzt das Produkt. Mhm. Zieh. Wir haben nicht den. Du musst vorlesen. Das ist das Produkt 208275 mit den Zuspielern 70504 und 72975. Liebe Regie? Mhm. Wir sind gespannt. Ja. Und vielleicht könnt ihr diesmal ja das richtige Fähnchen einspielen. Mhm. Ach ja. Aber jetzt habe ich mich echt gerade so an den Dialekt gewöhnt. Akzent. Ich weiß. Ich wollte es nur tun, um dich zu ärgern. Okay, oh, los geht's. Wir müssen wieder raten. Eine Frau auf einem Boot. She's on a boat. Und sie springt ins Wasser. Das ist irgendwie eure Tauschen. Wir bleiben quasi in der Karibik. Mensch, das ist der rote Faden, ne? Im Moment kann man nämlich auch hervorragend tauchen. Stimmt, habe ich auch schon gehört. Ja. Ich hatte ja vor 2-3 Wochen die Sendung mit dem Sebastian über den Oman. Da habe ich auch ganz viel zum Oman gelernt. Und um genauer zu sein, haben wir erstmal eine Standort-Rundreise. Nee, wir haben eine Standort-Rundreise dabei. Und nächtigen im Fanar Hotel and Residences. Oh, das ist sehr beliebt. Ein Haus mit 5 Sternen. Mhm. Und das Ganze für 9 Nächte ab 1.299 Euro. Ah, ja, hier Entspannung am Strand und den Oman in 3 tollen Ausflügen erleben. Also die Standortreise und Rundreise besteht aus 3 super tollen Ausflügen. Und wir haben auch einen Tagespass für den Havanna Aquapark. Wir sind schon wieder in Havanna. Havanna. Ich würde sagen, dann sind wir beim ersten Strich angekommen. Du darfst wieder ziehen. Darf ich wieder ziehen? Ich habe gerade die Desti gezogen. Du darfst jetzt wieder unsere Bürde ziehen. Es ist voll lang. Das müssen wir nächste Minute oder sofort? Oder? Das ist wurscht. Okay. Bei dem ist egal. Willst du vorlesen? Nein. Von den 3 Ausflügen fehlen noch 2. Zieht nacheinander einen und stellt ihn pantomimisch dar.
Euer Gegenüber muss versuchen zu erraten, um was für einen Ausflug es sich handelt. Dann werde ich ab jetzt, muss ich es in die Kamera halten? Ja. Okay, ja, und warte, du musst weggucken. Ich kann es eh nicht lesen. Und ich lege ab jetzt mein Mikrofon weg. Mir ist langweilig. Hast du es gelesen? Okay, ja. Darf ich starten? Okay. Kamelreiten. Wellen reiten. Eine Bootstour. Zu den, eine Delfinbootstour. Ja, das Also, das wäre korrekt, hätte es geheißen Delfinbeobachtung. Ja, gut. Aber ich fand das echt. Ja, ich fand es auch richtig gut. Okay. So, dann andersrum, oder? Ja. Okay, ich lege jetzt auch das Mikrofon weg. Ein Kreis, ein Loch, du würzt eine Suppe, du machst ein Feuerzeug, oh, du machst ein Feuer. Machen wir einen Ausflug in die Wüste? Grillen wir. Wir grillen. Was grillen wir? Fisch? Ah, okay, cool. Ja, Mann. Wir haben überlistet, Jungs. Okay, und? Geht weiter, oder? Geht weiter, ne? Erstmal sollen wir noch ein bisschen was erklären zum Ausflug? Das waren zwei Ausflüge, wenn wir weiter moderieren. Ah, okay. Und was ist der dritte Ausflug? Der steht auf eurer Karte. Na, zum Beispiel der Havanna Aquapark, oder? Salala aus dem West. Ah, nee. Doch. Hä? Salala aus dem West. Ich glaube, das klingt ja nicht so gut. Das ja, stimmt. Das ist schwierig. Davon abgesehen haben wir natürlich 9 wunderbare, entspannende Nächte im Fanar Hotel and Residences mit All Inclusive. Alle Ausflüge und Eintrittsgelder sind auch dabei. Und wir haben eine deutschsprachige Reiseleitung. Mhm. Und was sagen wir dazu? Wahnsinn. Wahnsinn. Wie geht's weiter? Ich glaube, wir müssen ziehen wieder, oder? Ja, oder in die Mats können wir auch. Wir können uns auch einfach mal den ironischen Hotelfilm ja, anschauen. Machen wir Pause. So friedlich und ursprünglich, so authentisch und wahrhaftig, traditionsverbunden, ganz anders und trotzdem oder gerade deshalb sofort ein Ort zum Wohlfühlen. Der Oman hat aber noch viel mehr zu bieten. Nicht nur, weil wir Sie zu einem strahlend schönen Hotel fliegen, sondern 3 Ausflüge auch Badeurlauber zu begeisterten Entdeckern werden lassen. Nach der Landung in Salala machen Sie sich direkt auf den Weg zum Strand. Denn dort befindet sich Ihr Urlaubsdomizil. Das 5-Sterne Fanar Hotel and Residences. Das arabische Meer ist stets zum Greifen nah. Diese hervorragende Lage kosten Sie über einen Zeitraum von 9 Nächten voll aus. Während dieser Zeit nennen Sie ein Doppelzimmer Deluxe Ihr eigen. Teil Ihrer All-Inclusive-Verpflegung ist auch das Dine-Around-Konzept. So können Sie ebenfalls die Restaurants der 2 Schwesterhotels mitbenutzen. Wen es nun schon in den Fingern kribbelt zu buchen, wird jetzt erst recht Freudensprünge machen. Denn wir schenken Ihnen einen Tagespass für den Havanna Aquapark. Ein weiteres Highlight dieser Reise sind die versprochenen Ausflüge. Ihre Erkundungstour führt Sie zuerst nach Taka, einem kleinen Küstenstädtchen mit dem Charakter eines Fischerdorfes. Mit seinen 21.000 Einwohnern ist es der drittgrößte Ort Dhofars, behält sich aber dennoch seine gemütliche Atmosphäre. Ihr nächstes Ziel heißt Samaran, das neben herrlichen Aussichten aufs Meer eine historische Ausgrabungsstelle bietet. Bei einer Begehung machen Sie eine kleine Zeitreise in die Antike, in der Samaran als Zentrum des Weihrauchhandels galt. Der Meeresarm, der an dieser Stelle ins Landesinnere reicht, ist außerdem eine beliebte Badestelle für Dromedare. Entlang der Küste fahren Sie anschließend nach Mirbad,
Hier begegnet ihnen das bunte Treiben einer Hafenstadt. Kleinere Boote aus Holz liegen vor den Anlegern. Das 1806 erbaute Fort ist ein Zeugnis vergangener Zeiten. Dem Wali, einer Art Vizekönig, diente das Fort als Wohn- und Arbeitssitz. Weiter geht's vorbei an den Quellen von Ain Rasat. Sie sind auch bei Einheimischen ein beliebtes Ausflugsziel. Ganz klar, dass wir ihnen das nicht vorenthalten. Das nächste Highlight, das Sie nicht verpassen dürfen, sind die Kara-Berge. Aus dem Gebirge haben Sie eine phänomenale Aussicht und definieren das Wort Weitblick ganz neu. Und ein weiterer Ort steht noch auf Ihrer Liste, bevor Sie in Ihr Hotel zurückkehren. Westlich von Salalah liegt Muxail und ist aufgrund der Wasserfontänen ein Muss für jeden Besucher. Der Legende nach sprechen Meeresgötter so zu den Einheimischen. Zu einem unvergesslichen Abend könnte Ausflug Nummer 2 werden. Von ihrem 5-Sterne-Hotel aus geht es in die Soli Eco Lodge, die mit bester Strandlage begeistert. Erfahren Sie dort mehr zu den Hintergründen der Geschichte und Kultur des Oman. Genießen Sie zu orientalischer Live-Musik ein Barbecue-Dinner bei Sonnenuntergang mit anschließendem Lagerfeuer. Nach Kultur, Geschichte und spektakulären Sonnenuntergängen dürfen Sie Delfine beobachten. Die Meeressäuger lieben es, mit den Booten um die Wette zu schwimmen. Es ist ein einzigartiges Naturschauspiel, wie sie im Wasser toben. Drei Ausflüge und ein 5-Sterne-Hotel. Entdecken Sie den Oman in seiner ungeschliffenen Perfektion. Mensch, ich finde, ich habe das mit der Delfinbeobachtung gut nachgemacht. Finde ich auch. Ich finde, ich habe mich verhalten, ich war ein Delfin. Ich habe das auch gemerkt. Du warst ein echter Delfin. Ja, die sind ja, die gehören ja auch zu den klügsten Säugetieren. Deswegen, ja. Passt. Wie nennt man einen cholerischen Delfin? Ausflipper. Ja. So. Wir haben außerdem bei diesem wunderschönen Produkt ein Luxus Dine Around dabei. Das besteht aus verschiedenen Leistungen. Man kann pro Tag eine Leistung in Anspruch nehmen und zum Beispiel im Saffron im Rotana Salada Resort essen, im Al Manara, im Jawara Boutique Hotel, Al Souk im Fanar Hotel and Residences oder im Breakers im Fanar Hotel and Residences. Da gibt es orientalisches Frühstück. Ich finde es absolut super. Der Sebastian, der schon ganz, also unser Producer, der schon ganz oft im Oman war, schwärmt auch immer von dem Hotel. Hat auch eine Weiterempfehlungsrate von 91% auf Holiday Check und einen Holiday Check Award gewonnen. Also ich glaube, bei dem Hotel kann man auch absolut wir nichts haben was falsch machen. Oh, wir müssen nochmal ziehen. Oh mein Gott, wir müssen nochmal ziehen. Schnell. Ich nehme die hier, die ist kurz. Diese Wörter dürfen nicht benutzt werden. Sollen wir die zeigen? Okay, also wir dürfen nicht mehr sagen Rundreise, Luxus, Sand und Wüste. Das wäre besser gewesen, wenn wir es am Anfang gehabt hätten. Ja. Weil für ein Auf Wiedersehen brauchen wir die Worte keine. Ja. Okay, komm. Traumhaftes Hotel. Baut folgende Wörter in eurer Präsentation ein. Sollen wir das auch sagen? Ja, wir bauen es einfach okay. Ein. Also, wie gesagt, wunderschönes Hotel. Unser Urlaubsdealer des Vertrauens, Sebastian, hat uns das schon als Tipp gegeben. Und dem Bruttoinlandsprodukt von Deutschland zu unterstützen. Zu urteilen, können wir uns alle auch die Urlaube hier leisten. Selbst der Bundestag fährt gerne nach Oman.